Hallo Leute, ganz kurz vorweg, aufgrund von Problemen mit OBS ist die Bildqualität in dieser Folge nicht optimal. Das ändert sich aber in der nächsten Folge. Sorry und ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Ich deinstalliere das Spiel, ich deinstalliere das Spiel. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Meo. Wir spielen heute wieder ein bisschen Cuphead. Wir machen gerade da weiter, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Und zwar sind wir stehen geblieben bei diesem miesen Drachen. Ja, heute mal mit Facecam, damit ihr auch seht, wie ich verzweifle. Aber ich hoffe, dass es heute ein bisschen einfacher geht. Oh, scheiße. Letztes Mal war es ja nicht ganz so erfolgreich, ja? Flatsch, flatsch. Ich muss auch wieder ein bisschen reinkommen. Och, Mann, ey. Ich muss nämlich zugeben, dass es das letzte Mal mich ein bisschen frustriert hat, ja. Und, ach, scheiße. Ich mache übrigens gleich mal die Kamera von dem HP-Balken weg, dass ihr auch seht, was hier los ist. Okay. Natürlich habe ich diese kurze Verzögerung genutzt, um meine Kamera einzustellen. So vielleicht? Vielleicht auch ein bisschen größer? Damit ihr besser das Leid erkennt auf meinem Gesicht. Ja. So. A great plan, mein Freund. Wenn das. Och, scheiße. Ich bin wieder saugut, ey. So. Wenn das nicht ein Autoscroller wäre, wäre das auch ganz angenehm. Aber man kann sich nicht alles aussuchen, ne? So. Ach ja, komm schon. Ich könnte natürlich auch auf einfach stellen. Aber ich könnte mir auch ein Röckchen anziehen. So was machen wir nicht. Wir machen das alles auf regular durch. Und wenn's einfach 100 Jahre dauert, ist mir egal. Wahrscheinlich wird es auch 100 Jahre dauern. It's all. Jungs, wir müssen uns nur ein bisschen einspielen. Dann läuft das. Bin da absolut überzeugt von. Ach, komm schon. Immer schön Abstand halten. Och. Da hat sich einfach um einen Zentimeter gehandelt. Uiuiui, da hat sich um ein bisschen mehr als einen Zentimeter gehandelt. Ich glaube, in der Phase ist der Schuss einfach besser. Alles richtig gemacht. Ich wollte noch mal kurz posen, bevor ich sterbe. Okay. Ein Feuerball kann mir ja überhaupt nichts anhaben. Okay, wenn da das Drachenschwänzchen noch dazu kommt, ja, dann wird's schon gefährlicher. That's what she said. Oh, ich bin komplett überfordert, ey. Letztes Mal lief's besser. Okay, wir haben. Das ist schon mal was, ja? Wir haben die erste Phase überlebt. Jetzt kommen die Kollegen wieder. Ja, genau. Ich erinnere mich, wenn ich mich ihm zuwende, ist es deutlich besser. Boah, knappes Ding, ey. Okay, komm schon. Die Phase hätten wir auch. Nice. Und schon sind wir bei der letzten Phase. Ich find's ein bisschen fies. Och, ich hab das. Okay,
wir waren bei der letzten Phase, ja? Oh Mann, dieses Spiel. Ich bin so traurig, wenn es rum ist. Ne, wirklich, es macht mir ja Spaß. Es kostet mich zwar viele Jahre meines Lebens, aber es macht ja Spaß. Es ist ja ein Spiel, das mit Liebe gemacht wurde. Oh. Gut. Schlitz. Ah, komm schon. Oh. Oh. Ho. Das war genau so geplant auch. Och, jetzt springe ich dem voll in den Weg, ey. Dieses Feuerding. Als ob. Die Dinger sind pure Bosheit. Okay, okay. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Aber das werden wir erst nach der Aufnahme feststellen können. Aber ein bisschen lautere Musik macht ja auch nichts. Die Musik ist nämlich sehr gut. Okay. Eieiei. Ups. Okay, nice. Ups, okay. Jetzt stirb doch endlich, du Mieser. Okay. Nice. Die letzte Phase ist das Problem. Und diese Phase. Nee, es ist wirklich die letzte Phase, die das Problem darstellt. Die anderen kriegen wir rum. Aber die letzte Phase ist ja komplett krank. Wenn ich nicht einfach in irgendwelche Feuerbälle springe, wird es einfacher vonstatten gehen. Ja, ne. Pass mal auf hier jetzt. Schlitz. Ja. Okay, pass mal auf, wir müssen das. Ach Scheiße, das habe ich ja ganz vergessen, dass er das macht. Er macht zwei Sachen. Der schießt diese blöden Bälle. Und der spuckt Feuer in der Mitte. Habe ich komplett verrafft. Aber okay. Nimm das, Schurke. Schlitz. Oh, Scheiße. Da kommen wir wieder mit dem Schwänzchen. Oh. Oh. Oh Gott, ich bin so schlecht in dem Spiel auch. Ich glaube, das ist das Problem an der ganzen Sache. Es ist auch echt doof, dass ich erstens da eine Karte verschwendet habe. Dass ich dann einfach ins Leere springe. Was ist denn los mit mir heute? Ihr müsst wissen, ich bin auch gerade aufgestanden. Und bla bla, Ausreden bla. Oi, oi, oi. Läuft. Das haben wir gut gemacht. Stolz auf uns. Ei, ei, ei. Wir müssen uns was überlegen. Wir müssen uns auf jeden Fall was überlegen.
Also ich habe eine Idee. Töten. Wir müssen den töten. Ja, wir müssen einfach gucken, dass wir ein bisschen... dass wir das Ganze ein bisschen langsamer angehen in der letzten Phase, uns Zeit lassen. Und uns nicht hetzen. Und dann läuft es. Bin ich mir sicher. Gut. Gut. Kriegst du noch einen, Junge. Auch jetzt. Stirb doch endlich. Komm schon. Danke. Ich glaube, wir machen das dieses Mal souveräner als letztes Mal. Kann das sein? Oder bilde ich mir das ein? Ist alles auch immer eine Einstellungssache. Mal fest da drauf. Okay, nice. Läuft doch. Läuft doch, würde ich sagen. Gut. Schlitz. Okay. Wir lassen uns Zeit. Das gibt's doch nicht. Okay, pass auf. Schlitz. Oh, fuck. Komm schon. Ach, ich muss... Ach, diese scheiß Kugeln. Diese Kugeln machen mich fertig, ehrlich. Ich habe da noch kein Allheilmittel gefunden. Wie ihr vielleicht bemerkt habt. Aber ich bin stolz auf uns, dass wir die vorherigen Phasen ganz gut überstanden haben. So darf's immer laufen. Oh. Ich weiß nicht, ob Porkrind irgendwas Geiles in seinem Shop hätte, um uns helfen zu können. Wir haben auch nur 3 Münzen, glaube ich. Ich glaube, für 3 Münzen kriegst du nichts Geiles, oder? Ich frage mich immer, wie die Phasen aussehen, wenn wir auf leicht stellen würden. Und dann erinnere ich mich wieder daran, dass ich ja überhaupt kein Weichei bin. Oh, scheiße. Und dass wir das deshalb nie erfahren werden. Es wäre auch geil, wenn ich einfach das Spiel danach auf leicht durchspielen würde. So, okay. Ich habe alles gesehen. Ach, ich kann das auch nach unten schießen. Leck mich am Arsch. In was für einem Abstand schießen denn die diese scheiß Bälle, ey. Och, leck mich daran. Sack. Okay, okay. Ich glaube, dass es mehr Sinn macht, wenn wir diesen Schuss benutzen. Während der letzten Phase. Weil wir uns mit dem zielsuchenden Schuss nur selbst quasi... Och, scheiße, Mann. Das Leben schwer machen würden. Schlitz. Ne, es war eher ein Klatsch. Oh. Oh. Da kommt er wieder, Schwänzchen klein. Ach. Ach, ja. Ganz geil wäre ja ein Schuss. Ach, das hätten wir uns letztes Mal aussuchen können, ne? Schuss, der mehr Damage macht, aber das länger braucht zum Schießen.
Das wäre jetzt vielleicht ganz nützlich. Aber es kann natürlich auch sein, dass es einfach überhaupt nichts bringen wird. Moin. Ach, scheiße. Ich habe gedacht, das reicht. Wir haben ihm ein bisschen mehr Damage gemacht als sonst immer. Ja, wir kriegen den immer so zu einem Drittel ungefähr. Down. Aber das war eigentlich ganz gut. Wir hatten nur ein Leben, oder? Doch nicht so schlecht. Da ist er. Oh, knappes Ding. Das war dumm. Okay, okay. Okay, nice. Aber gut überstanden. Ich wüsste, nach welchem Schema die sich ihr Ziel suchen, wenn sie springen. Der ist ja einfach eben komplett weggesprungen von mir. Oh, und er ist voll auf mich zugesprungen. Okay. Was? Och. Echt, ich hab gedacht, ich hab die Super-Ulti. Boah. Ach, ich spring da rein. Ich hab gesehen, dass es kommt, aber ich spring da rein. Bisschen mehr Damage, okay. Wir hatten auch nicht alle Karten verbraucht für unsere Super-Attacke. Wir steigern uns. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja. Dass das Ganze ein Autoscroller ist, macht es halt auch nicht einfacher, ne? Aber ich glaube, das soll es auch nicht einfacher machen. Oh, da habe ich gepanickt. Das hat mich einfach komplett gepanickt. Ah, jetzt geht doch schon. Geh, ja. Geht doch. Ui. Oh, komm schon. Du Drecksack. Immer schön einschenken. Die Phase macht mir sogar... eigentlich Spaß, wollte ich sagen, aber es hat sich schon wieder erledigt. Da bin ich abgerutscht. Okay. Okay. Ich bin konzentriert, Jungs. Ich bin sehr konzentriert. Ich bin überaus konzentriert, ja. Vor lauter Konzentration konnte ich den Schuss gar nicht bei mir behalten. Boah. Knappes Ding. Okay, nice. So muss das laufen.
Okay, so muss es nicht laufen. Ich sollte einfach mein Maul halten. Das sieht, guck mal, wie schnell die schießen. Was ist hier? Nochmal. Okay, läuft. Wow. Das bringt mich komplett aus dem Konzept, wenn die mit ihren scheiß Bällen schießen. Diese Bälle, ja, sind das Schlimmste in dem ganzen Level. Die machen einen komplett kaputt. Also, ich kann damit überhaupt nicht umgehen. Eieiei. Okay, nice. Nicht so nice. Da geht er. Hat er den Damage jetzt mitgenommen? Ja, oder? In die nächste Phase? Ich bin mir nicht sicher. Och, scheiße, Mann. So kurz vorm Phasenwechsel hat er mir noch mal eingeschenkt. Hä? Während der Feuer spuckt, können seine anderen Köpfe auch noch diese Kugeln spucken oder wie? Weiß ich nicht. Hat sich eben so. Ich dachte, es wäre eben so gewesen. Wir haben übrigens, wollte ich nur mal kurz erwähnen, 50% von dem Spiel schon durch. Ja. Das bedeutet, wenn wir den Drachen gemacht haben, aber mehr als die Hälfte vom Spiel durchgespielt. Das macht mich traurig und glücklich. Gleichzeitig. Och, scheiße. Lisa. Schwanz. Darf man mal sagen. Gut. Och, ich bin so dumm, ne? Ich bin so ultra konzentriert, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Okay. Yes. Oh, let's go in Unfair Mode, denn ich bin ein Drache, Mama. Oh, ich bleib einfach stehen. Naja, was sollte ich denn machen? Ich habe einfach nicht dran gedacht, dass... kommt immer zur gleichen Stelle. Sobald die letzte Phase beginnt, RIP. Aber so richtig. Aber egal, heute machen wir. Hoffentlich. Ich habe keine Lust, nochmal gegen den Typen antreten zu müssen. Mit seinen Scheißbällen und seinem Schwanz. Ja, sicher. Der hat mir jetzt schon. Boah. Ja, okay. Ich habe überlegt, ob ich ein paar Karten verbrauchen soll, aber scheiß drauf.
Gott. Der hat Hochsprung studiert, Junge. Okay. Die Phase hätten wir auch überlebt. Ich spring rein, ich konnte nicht mehr. Ich habe genau gesehen, dass ich da... Oh, wir haben fast die Hälfte, Junge. Ich habe genau gesehen, dass wir da landen. Aber mein Hirn hat gedacht, ach nö, ich habe Urlaub, Junge. Oh. Okay, nice. Okay. Bleib mir weg mit deinem Schwanz, ey. Was soll das? Oh. Ich bin, sorry, ey, ich bin gerade hochkonzentriert, ja. Mein Geist, ich bin so konzentriert, mein Geist erreicht bald eine andere Ebene. Okay. Hier. Oh. Okay. Da können wir noch easy drauf. Da können wir auch noch easy drauf. Oh shit. Fuck. Ich bin voll am Paniken. Ich merk's. Eben hatte ich körperliche Schmerzen. Ach, komm schon. Keine Ahnung, nach so Kraftanstrengung ist meine Konzentration halt aber auch komplett im Keller. Ich freue mich, dass wir weitergekommen sind als sonst. Und ich freue mich nicht drüber, dass wir es nicht geschafft haben. Aber man konnte sehen, dass wenn man sich Zeit lässt, das doch ein bisschen was bringt zumindest. Okay. Also, ich halte es am liebsten so, dass ich so viel, aber
so viel Platz wie möglich zwischen die Feuerdudes und mich bringe. Darum gucke ich auch immer, dass ich möglichst hoch stehe, sobald die losspringen. Aber man kann sich halt leider nicht immer aussuchen, ne? Da habe ich mich selbst genascht. Nice. Aber okay, ich hatte vermutet, dass das nichts wird mit einem Leben in der letzten Phase. Ich meine, wir können mittlerweile besser mit der Phase umgehen, ja. Aber so geil sind wir noch nicht. Flatsch. Ich habe einfach vergessen zu springen. Ich habe mir gedacht, genau das habe ich mir gedacht. Oh, das war knapp, ey. Ach, komm schon. Dein Ernst? Super, Mio. Das war richtig stark von dir, Mio. Das hat mich komplett aus dem Konzept gebracht. Wir kommen da hin, Jungs. Wir kommen da noch hin. Der Drache ist, glaube ich, also der Drache ist echt der härteste Gegner bisher. Die letzte Phase ist einfach so komplett vernichtend. Oh, ich habe gedacht, ich könnte drunter durchlaufen. Ich will es nicht callen, aber ich sage, meine Konzentration lässt langsam nach. Ach, wir haben jetzt eine halbe Stunde. Ach ja. Einfach stehen bleiben sollen. Aber danach ist man immer schlauer. Ich habe nicht mitbekommen, dass einer losspringt. Macht aber nichts. Mit einem Leben wäre das sowieso interessant geworden. Sagen wir es mal so. Kannst du mir mal erklären, warum ich so am Schwitzen bin, Junge? Setzt mich hier alles echt unter Druck, ja. Okay. Mittlerweile ist es gang und gäbe, dass wir in der ersten Phase ein Leben verlieren, oder was? Das muss man abstellen. Die erste Phase müssten wir eigentlich überleben oder eigentlich rumbringen, ohne ein Leben zu verlieren. So. Das war sehr dumm von mir.
Das war ein knappes Ding, ey. Das war... Ich hatte keine Wolke, wo ich drauf konnte. Mann. Frechheit. Da holt er mich ab. Diesen Drachen. Ich, ohne Scheiß, ich finde raus, welcher Designer für den Drachen verantwortlich ist. Und dann schicke ich ihm einen Strauß Blumen. Genau das werde ich machen mit ihm. Weil ich so viel Spaß habe. Einzige, der so krass Probleme mit dem Drachen hat? Oder haben andere Leute, die das gespielt haben, genauso Probleme? Ich hoffe mal, ja. Och, da springe ich dem voll rein, Junge. Das schon mal schön. Boah. Da hätte ich beinahe bekommen. Guck mal, wie sie richtig hart Bock haben. Ich habe gepanickt. Ich habe gewusst, dass er anfängt Feuer zu spannen. Und dann habe ich einfach komplett weggepanickt. Ich habe mich doch geduckt, du Arschloch. Diese Kugel macht mich komplett fertig. Das ist einfach mein natürlicher Feind, ey. Ohne Spaß. Outplayed. Da hat mich der Drache einfach outplayed. Du hast doch keinen Bock mehr. Hab ich's doch gewusst. Das ist übrigens das erste, was ich grafisch nicht so geil finde. Dieser Turm im Hintergrund, der sich da dreht. Den finde ich, der sieht einfach echt nicht gut aus. Das ist natürlich Motzen auf hohem Niveau, ist ganz klar. Aber ich wollte es einfach trotzdem mal gesagt haben. Dass mich diese Scheißkugeln so unter Druck setzen. Ich verstehe nicht, warum. Ich verstehe es nicht. Das sind nur Scheißkugeln, die da rumfliegen. Und die setzen mich so geisteskrank unter Druck. Das raff ich nicht. Neo, was ist da los mit dir? Eigentlich müsste ich denen einfach easy ausweichen können, aber irgendwie kriege ich das nicht hin.
Oh, komm, verschwind. Du hast doch keine Lust mehr. Jo. Geht doch. Ich muss mich einfach mehr Zeit lassen, Junge. Ich muss mir einfach noch mehr Zeit lassen. Bei der letzten Phase. Das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. So sieht's nämlich aus. Schlaue Worte. Och, scheiße. Wir haben übrigens die erste Phase, wie angekündigt, ohne Lebensverlust überstanden. Dafür haben wir in der zweiten Phase auf den Sack bekommen. Boah. Ei, 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 ei. Oh, das trifft mich. Nett, dass man dabei auch nicht ausweichen kann. Das macht mir richtig Spaß, Junge. Das Marathon, Meo. Kein Sprint. Marathon. Mit einem Drachen. Hä? Oh, ich hab mich droppen lassen. Oh, ich bin der schlechteste Cuphead-Spieler aller Zeiten. Guck dir das an. Oh. Wir sind sehr weit gekommen. Ey, keine Ahnung, wenn Cuphead rum ist, dann spiele ich sowas wie Barbies Ponyhof oder so. Ehrlich, zur Entspannung. Und weil ich Ponys geil finde. Da hat er schnell keine Lust mehr, gell? Och, dein absoluter Ernst, du Scheiß. Ja. Ausweichen. Ganz am Anfang haben sie noch richtig Bock. Trifft er mich? Nö. Ja, er trifft mich. Ich verstehe nicht. Ich habe mich geduckt. Naja, scheinbar ja nicht. Aber ich wollte es mal gesagt haben. Hier hast du. Alter. Da hab ich. Okay, die Hälfte. Okay, wir ziehen dem einfach immer mehr ab. Wir haben schon eine gewisse Routine, das finde ich ganz okay. Ganz in Ordnung. Das finde ich gut. Weil wir uns dann, wenn wir routinemäßig die ganzen Sachen hier machen, mehr auf andere Sachen konzentrieren können. Wie zum Beispiel das Wetter heute, ja. Es war saukalt. Und es hat geschneit, einfach. Frechheit. Für alle, die es nicht wissen, ich wohne ja eigentlich in der Karibik, ja. Von den YouTube-Moneys habe ich mir da eine Finca gekauft. In der Karibik. Aber verratet's keinen.
Oh, scheiße. Ach, wir müssen das abschließen. Okay, wir kriegen es mittlerweile hin, in der ersten Phase kein Damage mehr zu bekommen. Aber in der zweiten Phase dann umso mehr. Da müssen wir gucken, dass das aufhört. Warum genau haben wir nur 2K? Direkt nachdem der sich verwandelt hat, schießt er einfach deutlich mehr von diesen Kugeln. Gut. Das hat ja richtig viel gebracht. Marathon, Neo, Marathon. Kein Sprint. Danach kommt deutlich weniger Kugeln. Jetzt bin ich... Moment. Ich bin aufgeregt, weil ich denke, dass es diese Runde klappt. Erstmal was trinken. Wie war euer Tag so, ja? Schreibt's in die Kommentare. Nimm das, Bösewicht! Oh, scheiße. Jetzt gibt er mir aber. Ich deinstalliere das Spiel. Der ein Treffer. Und ich habe mir noch gedacht beim Springen, ach, willst du nicht dashen, dass du da hinkommst? Oh, bei dem Spiel bin ich selbst mein größter Feind einfach. Gott, habe ich Spaß bei dem Spiel, ehrlich. Also in den Momenten, da macht's richtig Laune. Ach, was soll's. Wir sind extrem weit gekommen, so weit waren wir noch nie. Wir hätten natürlich auch noch ein bisschen weiterkommen können. Ungefähr einen Schuss mehr absetzen, ja. Aber egal. Haben wir das eben die letzte Phase mit 2 Leben so weit geschafft? Mal gucken, ob wir das wieder hinbekommen mit 2 Leben. Ach, ei, scheiße. Ach, fick dich doch. Keine bösen Wörter. Jetzt machen wir nochmal. Das gibt's auch nicht. Jetzt ist rum mit der Konzentration. Jetzt bin ich einfach nur noch enttäuscht. Ich will nicht mit einem Leben in die aus der ersten Phase rauskommen. Wir hätten ihn einfach fast gehabt. Oh, ich bin so ein mieser Penner. Da war gerade eine Fliege. Okay, wir sammeln uns. Ich hasse dieses Spiel. Okay.
konzentrier dich, Mevo. Ach Quatsch. Ich habe eben Leben verloren. Scheiße. Ich habe gedacht, wenn ich so ein Meteor-Ding abfeuer, verliere ich kein Leben. Da war gerade eine Fliege an meiner Scheißhand. Wo kommt die denn her? Danke Gott. Ja, danke. Dass du mir jetzt noch eine Fliege zur Unterstützung schickst. Ich muss sagen, es hat aber auch ein bisschen meinen Ehrgeiz geweckt. Ich will diesen Bus. Ich kann noch nicht mal mehr reden. Ich will diesen Bus oder was? Ich will diesen Boss. Warte mal. Ich will ihn töten. Weil ich ihn nie wieder machen will. Nie wieder. Ich hab keine Lust mehr auf dich, du Drache. Oh je, oh je. Quatsch. Alter, da hat er mich doppelt gesniped. Ja, hopp, okay. Ich mach das mit einem Leben, mache ich trotzdem weiter. Ich wollte mich gerade wieder selbst umbringen, aber scheiß drauf. Was machen wir jetzt? Okay. Ja, jetzt. Geh doch. Dass der Teufel auch mit so einem, mit einem Drachen Geschäfte machen muss, ja. So, oh, ich hol dem Drachen jetzt. Ich töte ihn einfach. Aber, weil ich seine Seele will. Und dann geht er noch nicht mal selbst hin, ne? Sondern schickt eine scheiß Tasse gegen den Drachen. Hast du dir das mal überlegt? Ob das eine... Was? Hat sich der Schwanz bewegt? That's what she said. Okay. Sorry, ich bin hochkonzentriert. Ich will den mehr. Ich will den Drachen töten, Junge. Er geht mir so auf die Eier. Da kriegt er direkt. Okay, pass auf. Der ersten Zeit erstmal nur ausweichen, weil er richtig Bock hat, uns einen reinzuwürgen, bevor er das erste Mal Feuer spuckt. Ich bin so ein mieser Penner. Das nächste Mal, wenn ich mir überlege, sollte ich vielleicht dashen, dann ja, sollte ich dashen. Ich habe so Angst vor diesen Kugeln. Wir haben die Hälfte trotzdem fast. Fast die Hälfte, das ist überrascht mich. Dann beginn. Putz.
kommt der mit seinem scheiß Schwanz wieder, Junge. Dass er auch nicht einfach seinen Schwanz mal eingepackt lassen kann. Ach Mensch, ich werd einfach kindisch, wenn ich frustriert bin. Sorry. Wir machen den heute noch. Okay. Jetzt wollte mich plötzlich keiner mehr anspringen. Die erste Zeit nur ausweichen, Leo. Jetzt kommt er mit seiner scheiß Feuer. Dann machst du deinen Ulti und dann... dann kommt da keine Wolke. Ohne Wolke stirbt sich's besser. Ich habe aber das Gefühl, dass wir schon mehr Damage machen. In der letzten Phase. Im Schnitt, meine ich. Oh, fuck. Oh, was ist denn jetzt die erste... Ach, scheiße. Was ist denn jetzt die erste Phase so anstrengend? Warum? Verstehe ich nicht. Weil nach einer Stunde die Konzentration nachlässt. Darum. Das ist mir aber egal. Wir machen... Wir werden diesen scheiß Drachen heute machen. Ich werde nicht ein drittes Mal die Aufnahme anschmeißen und den Typen eine Stunde lang probieren. Das wird nicht passieren. Jetzt geh doch. Okay. Jetzt stirb doch. Geht doch. Er kriegt direkt eine. Nur ausweichen, nur ausweichen. Bis zum ersten Mal Feuer spucken. Okay. Okay. Das war blöd. Das war doppelt blöd. Was stelle ich mich denn jetzt so an? Dieses Spiel, Mann, was ist denn da los, Alter? Thank you.
das vielleicht wirklich so? Ich hab einfach darauf gewartet, dass der das nächste Mal Feuer spuckt, aber er wollte nicht. Wollte einfach nicht. Er hat sich gedacht, nö. Wir sind da mit 4 Leben rein. Und haben es nicht hinbekommen. Ah, scheiße. Keine Ahnung. Mit der Zeit übersieht man einfach Sachen. Diese, ich sag euch. Kauft euch das Spiel. Spielt diesen Boss. Merkt, wie anstrengend diese Kugeln sind und deinstalliert es direkt wieder. Ist einfach eine Qual, ja? Bin konzentriert. Alter, jetzt. Hör doch mal auf. Ja, ausweichen. Aua. Super ausgewichen, Meo. Das ist echt drauf mit dem Ausweichen. Oh nein, es trifft mich. Okay. Soll ich dashen? Och nö, das passt schon. Oh Gott. Oh Gott. Oh, bestes Spiel aller Zeiten. Gott, das hat so lange gedauert. 1 Stunde 3 Minuten. Wir haben es hinter uns, Leute. Wir haben es hinter uns. Oh. B-. Das war wirklich anstrengend. Ich bin froh, dass es rum ist. So, Leute, ich werde jetzt erstmal 3 Stunden Yoga machen und meditieren, dass ich wieder runterkomme. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat. Und ich hoffe, wir sehen uns auch das nächste Mal. Wenn ihr wollt, lasst doch einen Kommentar oder einen Daumen da, da freue ich mich immer drüber und bis zum nächsten Mal. Tschüss.